Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, jetzt geht das große Sterben erst richtig los. Der Ziegendämon wartet darauf, von meinem Fleisch zu kosten. Ja, und ich werde euch was verraten, ne? Wenn der mich jetzt hier mehr als 5 Tote kosten wird, dann werde ich mir danach so richtig Ziegenfleisch gönnen, ja? Ist mir egal, wo ich das herbekomme. Ich werde es finden und ich werde es verspeisen. Und zwar mit Genuss. Aber erstmal gucken, ne? Wenn er nett zu mir ist und mich gewinnen lässt, nach sagen wir 2 Versuchen oder auch jetzt direkt, dann bin ich gnädig und lasse die Ziegen leben. Naja, sterben werden sie trotzdem, um von einem anderen Menschen verspeist zu werden, ja? Aber wir wollen ja optimistisch bleiben. Bleiben wir optimistisch? Ja, kommt schon, Leute. Die Welt ist ein Ponyhof. Und Coca-Cola hat vollkommen recht mit seiner Werbung, dass auf jeden Panzer irgendwie 130.000 Teddys kommen und deswegen die Welt in Ordnung ist. Yeah. Ich glaube, so ein Panzer kann locker 130.000 Teddys besiegen. Außer, das sind Gummi. Die sind von der Gummibärenbande. Dann haben die natürlich verkackt. Entschuldigung, ich muss mich jetzt ein bisschen in die Stimmung reden. Autsch. Ah! Das war aber nicht nett. Muss ich jetzt mal dazu sagen. Nicht nett. So, da unten sind Hühnchen. Hühnchen sind keine netten Gegner. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße. Ja, man sieht. Man sieht, ich werde richtig verkloppt von denen. Aber nicht so. Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. So, jetzt wird's hart. Jetzt kommt nämlich wieder der Boss. Habe ich jetzt eigentlich Zeit gespart oder Zeit verschwendet, indem ich das hier gemacht habe? Ich werde auf jeden Fall diesen Boss in einen Part packen. Egal, wie lange es dauert, ey. Dann werde ich es eben... Ach so. Ja! Okay. Ich hätte es fast geschafft. Wenn ich nicht vorher von 50.000 Millionen Treffern getroffen wurde, bin, geworden sein. Zum Ersten. Noch bin ich guter Ding. Alles klar, das gehört jetzt zum Spiel dazu. Man muss jemals sterben, um letztendlich Spaß daran zu haben. Ja? Ja, das ist meine Mentalität. Meine Mentalität kann nicht erschüttert werden. Auf keinen Fall. Übrigens, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann werde ich einfach lustige Musik reinspielen und gar nichts sagen. Oder ich werde einfach den ganzen Ton von diesem Spiel wegmachen und nur die lustige Musik hören lassen, damit man mein totes Schreien nicht mehr hört. Die ich offensichtlich vor mir lassen werde. Weil jedes Mal, wenn ich sterbe, stirbt ein Teil von mir mit. Ist logisch. Nicht wahr? Ich muss ein bisschen mehr Spaß haben. Hallo? Das war nicht gut. Egal. Die Hunde werden mich sowieso wieder zerfleischen. Oh. Oh, ich habe ja ganz vergessen. Ah, ich hab ganz vergessen, dass du nichts drauf hast. Ja, tut mir leid. Kack, Buhn. Zack, zack. Was ihr von mir wollt. So. Ihr Hühnchen. Könnt ihr bitte aufhören? Dankeschön. Ey, sowas von nett. Ey, sowas von nett. Hab ich ja noch nicht erlebt. So. Neue Taktik. Der hier. Scheiße. Scheiße. Ich kann mich nicht bewegen. Seht ihr euch? Ja, nein. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Geblockt werden ist scheiße. So? So, bist direkt weg. Ich habe leider keinen Bock auf dich. Ich habe leider keinen Bock auf eures Siesta da. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, das heißt das Arbeiten, dass ich in der Arbeit erfolgreich bin. In dunkel gekleidet gegen einen riesigen Ziegendämon. Alle Ziegenkebabs der Welt haben sich gegen mich fusioniert und ein riesiges Viech erschaffen, welches mich in 1000 Stücke zerfleischt. Macht Sinn. So, ja, ist schon wieder der Fehler. Diesen Fehler muss ich aber auch machen, sonst macht er keinen Spaß. So, schleiche ich mich an, schleiche ich mich an. Boah, so ein Anschleicher. Wieso? Was? Okay, jetzt bin ich ein bisschen perplex. Jetzt nicht mehr. Puh, wie dein Ausweichmove dir so viel gebracht hat, ey. So, auf ein neues.
Ich bin immer noch guter Dinge. Es ist immer noch alles okay. Aua! Aua! So. Ich mach mich jetzt lieber direkt voll. Was soll der Schaden, ne? Auf geht's. Alter Schwede. Alter Schwede. Das hat nicht ganz funktioniert. Alles okay. Alles okay. Es ist alles okay. Okay, ich glaube, jetzt ist schon fast beschlossene Sache, dass ich das Ziegenfleisch essen werde. Aber ich habe außerdem die falsche Karte bei die Hände genommen. Das darf ich ja nicht. Dann mache ich ja zu viel Schaden, wenn ich das machen würde. Und außerdem wäre ich dann kein Belmont mehr. Nee. Belmont kann nur einheitlich kämpfen, denn die rechte Arm ist komischerweise viel stärker als die linke Arm. Woran mag das liegen? Sehr potent, männliche Gesellen sind das meiste übrigens. Sehr potent. Obwohl sie in der letzten Zeit dann immer mehr zu Japano-potent intendiert sind, was, wie wir alle wissen, nicht so potent ist, wie sie vielleicht glauben. Aber nichtsdestotrotz potent. Gut. Machen wir weiter. Ich bin sehr beschwingt. Sehr beschwingt, das hier zu schaffen. Sehr beschwingt. Zack. Das hat nicht funktioniert. Jetzt aber. Und der Kopf ist ab. Yeah. Yeah. Gebt es mir. Gebt es mir. Ihr gebt mir. Wieso treffe ich ihn nicht? Okay, jetzt bin ich fast am Bluten. Das ist kein... Okay. Okay. Das war jetzt sehr merkwürdig. Dass ich die da nicht getroffen habe. Was? Ja, mein Gesellschaft springt bei mir vorbei. Das ist alles okay. Wie viele Stunden werde ich jetzt in einem Pub? Autsch, dass er mich da noch trifft. Ja, das ist ein Scharfschützen, ich weiß. Scharfschützen treffen immer alles. Den Kopf auf 50.000 Millionen Quadratmeter Entfernung. Ja, Quadratmeter. Da muss ja immer eine Dimension vorausdenken, laut dem Physiker. Physiker. Dann bildet er die Ableitung davon, hat er ein Gerade und geht dann direkt in meinen Kopf rein. Ja, seht euch nur diese komplexen Gleichungen. Wer kann die lösen, ha? Wer kann die lösen? Du bist mein einziger Lichtblick, mein Freund, da oben mit dem kleinen Büchlein. Mein einziger Lichtblick. Okay, okay, jetzt wird's aber langsam hier... Jetzt ist die Konzentration aus, ich merke schon, ne? Aber, na was, ist nicht verreckt. Ja, Rufmesser, du mich auch. Könntest du mal bitte diesen komischen Move lassen? Ich danke dir, mein Freund. Ich danke dir. Immer positiv denken. Immer positiv denken. Wie lange habe ich jetzt schon damit verbracht? Ich muss wohl... Verloren, ist gut wieder zurückgerufen, Alter. Ich bin jetzt so gut. Ach, diese Treppe ist doch scheiße. Wo ist der andere Talk? Wo ist der andere Talk hier? Hier, hier. Zack. Zack, boom. So, andere Taktik. Bombe. Gibt's auch immer erst. Ja, wieso mein Typ jetzt erstens auf die Wurfmesser gewechselt hat, obwohl ich nicht in die Nähe meines Steuerkreuzes gekommen bin? Und wieso er nicht ausgeglichen ist, bleibt wohl ein Mysterium, aber ich will mich jetzt hier nicht rausreden. Dies war ja alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Okay. Man kann auch zwischendurch mal sterben an dem normalen Kram, ne? Zweimal an der Zahl. Dann wird's unlustig. Dann wird's unlustig. Ich möchte wieder im Bossraum sterben. Ich möchte wieder im Bossraum sterben. Es hätte fast geklappt, aber nein, die Hunde sind okay! Ach Leute. Dieses Spiel macht mich so unglaublich traurig. Wieso habe ich da jetzt so ultra viel Schaden gemacht? Habe ich den zum Trippeln gebracht, weil ich ihn getreten habe? Wie so eine dreckige Töle? Es verdient.
Das war alles geplant. Was? Das war es schon wieder. Seht ihr's? Seht ihr's? Ha. So. So, du Spasti. Wo sind deine Hunde jetzt? Wo ist dein Gott jetzt? Hä? Wo ist dein Gott jetzt? Sag ich dir. Oh. Dein Gott lebt offensichtlich noch. Spasti. Bleib bloß fern. Ja, komm hier hoch. Du machst natürlich nicht deine nette Attacke. Wieso solltest du? Wieso ist der Lock-On jetzt wieder weggegangen? Ja! Geh doch weg. Ach nein. Was? Habe ich gerade nichts ausgerüstet gehabt? So, den Rest mache ich mit der Peitsche. So viel Ehre habe ich noch. Nimm das! Yeah! Yeah! Sieg! 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 Ja! 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 Es war alles geplant. Alles. Ausnahmslos. Ja, ist das geil. So, und damit ich jetzt hier nicht irgendwie die Seelen, die ich jetzt hier mühsam erarbeitet habe, wirklich mühsam erarbeitet. So, kaufe ich mir jetzt schöne Sachen. Die können, diese Moos lohnt sich eigentlich nicht zu kaufen, weil es die im Wald, die... Irgendwo im Wald da hinten gibt es das eigentlich umsonst von den kleinen Dingern, ne? Aber hier gönne ich mir einen. Hier und so viele giftige Wurfmesser wie möglich. Gift ist immer geil in diesem Spiel, ja? Vor allem, wenn man so mindermäßig fähig ist wie ich. Okay. Dann sage ich das. Das ist es jetzt für heute. Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, ja, das ist es für heute. Auf Wiedersehen. Es war mir eine Freude. Da muss ich ja selbst lachen.